Ja, Leute, ich bin's wieder, der Dirk. Und hallo Michael. Also, es geht darum, ich möchte mich jetzt hier entschuldigen bei Michael. Ich habe ihn wirklich in diesem Fall vollkommen unschuldigerweise besichtigt, dass er so tut, als ob er krank wäre, aber er ist wahrhaftig krank, also er hat Wasser am Bein. Und ja, das tut mir nochmal, wie gesagt, wirklich leid, dass ich das gemacht habe, Michael. Gut, jetzt kurz zur Ding ist, aber. Es ist ja auch jetzt in dem Sinne nicht wunderlich. Ich versuche es jetzt nicht irgendwie herabwürdigend zu meinen, aber bei deiner Körperfülle ist es natürlich, hat das Herz jede Menge zu tun, um das Blut durch den ganzen Körper zu schießen. Und da schafft es das halt oft nicht mehr. Und dann bleiben natürlich, dann geben wir natürlich Wasser an den Beinen halt. Das ist. Aber wie gesagt, Michael, das meine ich jetzt nicht herabwürdigend. Das ist ein medizinisches Faktum. Ne? Außerdem bin ich ja selber nicht der Dünnste, wie du weißt halt. Genau, ja. Gut, also nochmals Entschuldigung, bitte. Ne? Aber das sagt nichts über deine gesamte Glaubwürdigkeit aus. Jetzt weiß ich nicht, ob das gerade noch gekommen ist. Hier ist das Licht im Flur ausgegangen. Genau, aber dann sage ich es nochmal. Aber Michael, es sagt nicht über deine gesamte Glaubwürdigkeit des aus, weil gut, dann hast du in dem Fall die Wahrheit gesprochen. Ja? Aber wie gesagt, es ist ja viel vorgefallen. Ich habe viel von dir gehört. Gut, man soll natürlich nicht immer sich beide Anseiten hören, und da hast du vollkommen recht, aber ich habe auch viele schon selber erlebt. Wie gesagt, wie dass du gesagt hast, dass du die Wolke mit sich bringst und sie gebracht hast. Und die ganze Geschichte mit Andreas, seiner Lebensgefährtin. Und jetzt auch letztens erst wieder, wie du versucht hast, mich doch weich zu kochen. Und ich dir, wenn ich dir Grenzen aufgesetzt hast, wenn überhaupt, hast du sie kurz eingehalten, um sie dann zu übertreten. Das ist alles typisch, diese Störung, Michael. Das ist immer mit der Sache ins Vergessenheit zu raten, es doch immer versuchen. Das ist für mich eindeutig und deshalb muss ich weiterhin bestehen darauf. Also wie gesagt, ich habe das ja sanktioniert, ich werde auf keine Voicemails eingehen mehr, außer jetzt auf die, weil du im Krankenhaus warst, gehe ich ja auch nicht bei WhatsApp an, sondern mache extra ein Video davon. Und bitte nochmal zur Entschuldigung, deswegen habe ich es jetzt einen Sonderfall, weil es halt, weil ich dich zu Unrecht bezichtigt habe in einer wichtigen Sache auch noch. Aber auf Voicemails, ich werde auf keine Voicemails mehr eingehen. Gar nichts mehr, nur noch auf Fotos. Ja? Also auf Belege, die du mir per E-Mail oder per WhatsApp schickst. Also nicht Fotos, wie du im Krankenhaus bist. In dem Fall waren sie zwar berechtigt, aber du weißt, was ich meine, über deine ganzen Firmen und alles, was dazugehört, wie Kontoauszüge, Steuererklärungen und alles Mögliche. Oder was auch möglich ist, wenn du das natürlich nicht bringen kannst, weil ich ja den Verdacht habe, dass du das nicht hast, eine Firma. Oder Firmen, dass du halt zugibst, dass du sie nicht hast. Das ist alles nur eine Finte war. Gut, aber das wärst du erst recht nicht. Aber auch dann würde ich sagen, würde ich mit dir irgendwie, würde ich sagen, ja, dann reden wir mal mit ihm. Ja. Das wäre immer ein was, das würde auch meinen ganzen Verdacht, dass du halt schwer gestört bist, entkräftigen, Michael. Sowohl als eine als auch das andere. Und genauso mit der Spende, wenn du es nicht spendest, dann einfach zu sagen, ja, ich bin geizig, ich pack das nicht, 50 Euro zu spenden, ich bin derjenige, der nimmt. Ja? Aber das wirst du auch nicht. Ja? Aber gut, es ist so, ich will Fotos sehen von den Belegen, egal jetzt welche, Firma oder Spende, die du mir per WhatsApp oder per E-Mail schickst. Ich will auf keine Telefonate, auch keine geschriebenen Mails, ich will auf keine Voicemails, gar nichts eingehen. Nichts, Michael. Aber dennoch nochmal Entschuldigung und ich wünsche dir wirklich gute Besserung, Michael. Das tut mir leid, das war nicht berechtigt von mir. Aber wie gesagt, was auch wieder ein Hinweis ist, du schlachtest es aus, ne? Dass du ja da, ich dich bezichtigt habe, dass du da lügst und dann hast du es ja, bist du ja wirklich im Krankenhaus und damit zeigst du, willst du den anderen zeigen oder auch mir. Wie ehrlich du denn doch bist und wie ich mich geirrt habe, das sagt gar nichts. Wie gesagt, ich habe meine Erfahrung und alles, was ich gehört habe, das verbinde ich und zumindest entsteht ein Verdacht und ich lasse dir ja die Chance, die sogenannte. Also dann, ne? Tschüss Leute und auch tschüss Michael.